Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Empyrean Galactic Survival. Und diejenigen unter euch, die mir bei Facebook oder Twitter folgen, die werden vielleicht schon mal was von diesem Spiel gehört haben, denn ich verfolge dessen Entwicklung eigentlich jetzt schon seit ziemlich genau einem Jahr, denn Illeon Game Studios, der Entwickler dieses Spiels, war der erste Entwickler, den ich im Zusammenhang mit diesem YouTube-Kanal jemals angeschrieben habe und gefragt habe, hey, wie kann man vielleicht irgendwie zusammenkommen, damit ich irgendwie über das Spiel berichten kann. Und die waren auch sehr, sehr nett, haben mir zurückgeschrieben irgendwie, und dann hat es ein ganzes Weilchen gedauert, bis die was Vorzeigbares und Spielbares zur Verfügung hatten. Da gab es noch eine Kickstarter-Kampagne zwischendurch, die leider nicht funktioniert hat. Also sie haben nicht das Geld einnehmen können über Kickstarter, was sie veranschlagt hatten. Und dann ist wieder Zeit ins Land gegangen. Sie haben immer weiter entwickelt an diesem Spiel. Und jetzt seit etwas über 3 Wochen gibt es eine Pre-Alpha-Version. Das hier ist die Pre-Alpha-Version 1.1.0. Und die könnt ihr im Moment nicht kaufen. Deshalb mache ich dazu auch keinen Lohnsicht, sondern ich versuche euch das Spiel jetzt hier so ein bisschen vorzustellen und würde tatsächlich gerne im Hauptspielmodus auch wirklich ein paar Folgen dazu machen, irgendwie um so ein bisschen euch einzuführen in dieses Spiel, von dem ich mir sehr viel verspreche, was sehr, sehr gut werden kann. Man wird aber auch ganz klar sehen, wo deren Probleme liegen. Und was das Spiel aber so interessant macht, das gucken wir uns jetzt an, indem ich tatsächlich mal in den Creative Mode reingehe. Und das nennen wir jetzt hier einfach mal, ja, den Klassiker, Lutz. So, gehen in den Creative Mode und starten auf dem Planeten Omikron. Das Ganze ist ein, Open Universe Survival Sandbox Spiel. Ich glaube, so lässt es sich am einfachsten beschreiben. Das ist auch was wir natürlich jetzt immer häufiger und immer mehr sehen werden. Und die Hauptfrage, die sich bei dieser Art von Spielen immer stellt, ist, wie füllt ihr all diese Planeten oder all diese Universen, wie sie uns dann in den verschiedenen Spielen angeboten werden, wie füllt ihr das mit Leben? Was kann ich tun? Was kann ich erreichen? Und der Ansatz bei diesem Spiel ist tatsächlich der Ansatz eines Survival-Spiels. Also dafür muss es natürlich auch schon bestimmte grundlegende Mechaniken und Elemente geben und bestimmte Sachen auch auf dem Planeten zu tun und zu erledigen geben. Wie gut das den Jungs bisher gelungen ist, davon könnt ihr euch hoffentlich bald dann selber einen Eindruck machen, wenn ich euch ein bisschen mehr davon zeige. Das Ganze wird dann, ich kann euch noch nicht genau sagen, wann in den Early Access gehen, denn da ist Early Access Version zu haben sein. Ich weiß nicht, was das kosten wird. Wenn das soweit ist, dann werde ich ganz bestimmt auch einen Lohnsicht dazu machen und dann können wir mal schauen, irgendwie, ob Preis und Leistung da zusammenkommen. Aber jetzt vorab will ich es euch einfach erstmal gerne ein bisschen zeigen und das machen wir, wie gesagt, hier am Anfang erstmal im Kreativmodus. Und da sind wir auch schon drin, so sieht das aus, das ist der Planet Omikron und was wahrscheinlich dem einen oder anderen gleich am Anfang auffällt, sind zwei Dinge. Erstens, das sieht aber auch ein bisschen aus wie Space Engineers und das sieht aber auch nicht so richtig gut aus und beides stimmt. Also die Inspiration, die von Space Engineers kommt, die ist nicht wegzuleugnen, das sieht man zum Beispiel schon auch irgendwie an den verschiedenen Fahrzeugen und Gefährten, irgendwie auch wenn es jetzt hier mal durchaus die eine oder andere Rundung gibt, die wir bei Space Engineers nicht kennen. Das Spielprinzip ist auch sehr, sehr ähnlich. Die haben eben gleich mit Planeten angefangen, anders als Keen Software House, die ja gerade an dieser ganzen Planetengeschichte noch arbeiten. Und im Kreativmodus hat man hier am Anfang gleich irgendwie so eine Basis mit so den grundlegenden Dingen. Und wenn ich jetzt hier so durchlaufe, dann fällt euch garantiert gleich noch was aus auf, Texturen und das ganze Artwork, das ist deren großes Problem, meines Erachtens nach. Das macht die ganze Geschichte jetzt momentan auch von der Immersion irgendwie noch nicht ganz so griffig. Alles wirkt noch ein bisschen aufgesetzt. Nicht unbedingt, was jetzt so Lichteffekte oder Shader oder sowas angeht, sondern ich finde tatsächlich Texturen und wie die einzelnen Sachen so geformt sind. Und das war auch deren Hintergrund für die Kickstarter-Kampagne. Sie wollten im großen Stil so Artists anstellen, die sich ausschließlich um das Design und die Überarbeitung der Optik kümmern. Das heißt, das ist also nach wie vor Plan, dass das passieren soll, aber dazu fehlten zumindest bislang die finanziellen Möglichkeiten und ich bin sehr gespannt, wie das in Zukunft damit weitergehen soll. Das hier ist ein Fahrstuhl, den ich benutzen kann. Das ist wie so ein Hoverlift, also ich kann selber einstellen, wann und wie weit und ich nach oben möchte. Und ich möchte euch ja im Kreativmodus eigentlich nur so ein, zwei Kleinigkeiten zeigen, beziehungsweise eigentlich eine Kleinigkeit, die bei diesem Spiel eben sehr, sehr schön ist. Und dazu steige ich jetzt mal in dieses Fluggerät hier ein. Das können wir uns auch von außen angucken. So sieht das
aus. Das Teil ist hier auf dieser Basis gelandet. Sonderlich viel Sprit ist nicht drin, soll aber für die kleine Vorführung, die ich jetzt machen möchte, erstmal ausreichen. Und ihr seht schon, was ich meine. Ich finde so im Allgemeinen Lichtstimmung und sowas, das ist durchaus in Ordnung, aber gerade die Texturqualität ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Dafür läuft es relativ cremig, muss ich sagen. Für eine Pre-Alpha-Version spiele ich die mit Anschlag 60 Bilder jetzt hier und das kann man dann auch von vielen, vielen anderen Spielen nicht behaupten. Dann mache ich mal das Gerät an, sprich irgendwie alles an Power zuschalten, was da ist, und dann können wir tatsächlich mal losfliegen. Und ihr könnt jetzt oben schon sehen, dieser Planet, der da zu sehen ist und wie er langsam ins Bild zieht. Und das ist eben die Geschichte auch bei diesem Spiel, ähnlich wie wir es bei Planets Cube gesehen haben. Es ist eben möglich, diesen Planeten zu verlassen und zu anderen Planeten zu reisen, und dieser dort ist einer davon. Alles wird hier sozusagen irgendwie richtig simuliert, sprich irgendwie die ganzen orbitalen Laufbahnen etc. Irgendwie der Tag- und Nachtverlauf kommt also tatsächlich daher, dass sich dieser Planet, auf dem wir gerade waren, um die Sonne dreht, die hier in diesem Sonnensystem ist. Und das funktioniert, und das werdet ihr gleich sehen, noch nicht unbedingt so total ansatzlos. Also es gibt dann so einen Punkt, an dem es Klick macht und an dem ich dann im Weltall bin. Ich nehme mal an, dass sie da noch irgendwie ganz ordentlich was dran machen werden, denn das ist auf jeden Fall auch in den 3 Wochen Pre-Alpha-Phase, die ich jetzt hier mitgemacht habe, schon deutlich besser geworden. Das war am Anfang viel, viel schlimmer. Und hier seht ihr jetzt schon, kommt so langsam so die Atmosphäre. Es gibt noch keine Effekte beim Ein- und Austritt, aber jetzt habt ihr es gesehen, da hat es einmal Pling gemacht und dann habe ich den Planeten verlassen. Jetzt bin ich sozusagen im Weltraum und kann hier durch die Gegend fliegen. Ich kann jetzt auch diese anderen Planeten, die ihr hier sehen könnt, die kann ich ansteuern und anfliegen. Das ist gar nicht unbedingt das, was ich jetzt als allererstes machen wollen würde, sondern ich wollte eigentlich ganz gerne diesen Planeten, den wir gerade gesehen haben, der so ein bisschen vulkanisch aussieht, da, den wollte ich mir nämlich suchen, denn in dessen Nähe gibt es eigentlich, genau, gibt es nämlich eigentlich hier ein Asteroidenfeld, und in diesem Asteroidenfeld gibt es ein großes Mutterschiff sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob man da reinfliegen kann. Das können wir nochmal ausprobieren. Ich weiß auch nicht, ob der Sprit reicht, um dahin zu kommen. Wie gesagt, die Dinger sind hier nur ganz schwach aufgetankt und ich wollte mich jetzt nicht ewig damit auseinandersetzen, da jetzt irgendwie noch Treibstoff irgendwo herzubekommen. Jetzt muss ich ein bisschen schauen, wo dieses Schiff ist. Nicht, dass wir jetzt irgendwie dran vorbeidüsen. Das sind verschiedene Forschungsstationen. Ah ja, doch, das, worauf wir zufliegen, das da oben ist eine Forschungsstation. Und das da, worauf wir zufliegen, das ist besagtes Mutterschiff. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier, nicht irgendwie gegen so ein... Wie fliegt man wieder runter? Was sind die Tasten zum Landen? Ich dachte, es wäre C. Ja, doch, ist es auch. Aber es ist alles etwas natürlich mit Trägheit verbunden und so. Das ist besagtes Mutterschiff. Ein ziemlich großes Teil. Und das ist eben genau wie bei Space Engineers eben auch. Solche Dinge kann ich eben alles selber bauen und so herstellen, wie ich das für gut und schön und richtig halte. Das ist natürlich, hat man ja am Erfolg von Space Engineers auch gesehen. Das ist schon etwas, was auf jeden Fall, was die Leute gerne machen, was ich gerne mache. Ich habe ja irgendwie extrem viel Space Engineers gespielt und da war eben einfach nur das Problem, dass man irgendwann, nicht mehr so richtig wusste, was man jetzt noch machen soll, nachdem man irgendwie alles gebaut hat und so. Hier ist natürlich jetzt schon ein anderes Schiff drin, deswegen passe ich jetzt hier auch nur so ganz bedingt rein. Ich passe eigentlich gar nicht rein. Genau, ein kleines bisschen vor. So, und dann können wir mal gucken hier, dass wir das Ding hier runterbringen. Dann gucken wir halt mit dem Hintern noch so ein bisschen raus, drauf geschissen. So, ich klemme, glaube ich, zwischen den... Klemme ich hier fest? Ja, ich klemme fest. Wir müssen mal nochmal ganz kurz uns ein bisschen drehen und runter. So, jetzt kann ich jetzt laufen? Nein, ich kann nicht laufen. Warum kann ich nicht laufen? Hat das irgendwelche anderen Gründe, die ich... Wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen oder ich habe hier auch keine Berechtigung oder irgendwas. Ich wollte euch aber eigentlich hervorrangig auch nur zeigen, wie das aussieht.
Ah, mein Sprit ist alle. Ich wollte euch eigentlich auch nur vorrangig zeigen, wie das aussieht, wenn man vom Planeten in den Weltraum fliegt. Und den Rest des Spiels, den möchte ich euch eigentlich tatsächlich richtig im Survival-Modus zeigen, wo man also mit nichts außer einer kleinen Rettungskapsel anfangen muss, sich all diese Dinge auch selber herzustellen. Das ist der eigentliche Hauptspielmodus. Der wiederum lässt sich tatsächlich momentan auch schon im Multiplayer spielen. Es gibt noch keine großartigen öffentlichen Server, weil es natürlich nur eine ganz begrenzte Anzahl von Leuten gibt, die dieses Spiel haben. Aber sprich, wenn die Early Access Version rauskommt, die man dann auch kaufen kann, wird also auch bereits Multiplayer möglich sein, was ich sehr, sehr schön finde. Und dann schauen wir jetzt doch einfach mal in den Survival-Modus und ich melde mich, sobald ich da drin bin. So, und schon bin ich drin im Survival-Modus. Wir sind auf demselben Planeten. Im Survival-Modus kann man das nicht auswählen, denn die ganze Geschichte ist so, wir sind hier mit dieser Rettungskapsel auf dem Planeten Omikron Bruch gelandet und müssen jetzt hier so ein bisschen schauen, dass wir, dass wir alles irgendwie so einigermaßen so hinbekommen, dass wir nicht sofort sterben, sobald unser Sauerstoff alle ist. Man muss essen und auf seine Gesundheit achten. Man muss an den Sauerstoff denken und es gibt eine Ausdauerleiste. Das könnt ihr alles links unten im Bildschirm sehen. Dazu haben wir ein Jetpack, das kann ich hier benutzen. Das funktioniert aber zumindest hier unten auf dem Planeten nicht so, dass ich damit permanent schwebe, sondern ich muss dann irgendwie, seht da diesen Balken, der sich immer wieder füllt. Wenn der leer ist, dann plumpse ich wieder nach unten wie ein Stein. Und das kann ich an- und ausschalten, denn auf diesem Planeten gibt es also offensichtlich eben Gravitation und die Gravitation lässt sich jetzt auch mit dem Jetpack nicht abschalten. So, das ist diese Rettungskapsel, die sieht von innen eigentlich genauso aus wie das andere Cockpit. Ich denke mal, auch da wird sicherlich noch ein bisschen Abwechslung kommen, dass kleinere Cockpits oder Fighter-Cockpits anders aussehen als so Cockpits von solchen Rettungskapseln hier oder was auch immer das. Ansonsten finde ich das aber irgendwie ganz nett. Einen Körper habe ich jetzt nicht, zumindest kann ich keinen sehen. Wenn man aber in der Third-Person-Ansicht durch die Gegend läuft, dann hat man hier durchaus also auch eine Spielfigur. Schön ist die wie viele andere Sachen jetzt noch nicht unbedingt. Auch da ist sicherlich noch irgendwie ein bisschen was zu machen. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen ranmachen, hier die Gegend zu erkunden, Mineralien und Erze abzubauen und vor uns hinzubasteln und vielleicht eine kleine Basis irgendwo hinzuzimmern. Und was wir dazu als erstes auch mal bräuchten, wäre ein bisschen Wasser. Das haben wir da vorne. Das ist sehr praktisch. Denn wir brauchen Wasser zum Herstellen von Sauerstoff. So, jetzt gucken wir erstmal, was uns dieses Schiff hier so bietet. Dieses Schiff, das sind hier Cargo-Container, die ich von außen erreichen kann. Hier gibt es zum Beispiel Treibstoff und irgendwelche Lampen und eine Sauerstoffflasche und ein Sauerstoffgenerator. Das ist das Teil, was wir brauchen, mit dem wir jetzt dann versuchen werden, unsere Sauerstoffversorgung für ein bisschen langfristiger zu sichern. Dazu haben wir hier noch eine Taschenlampe und eine Pistole und ein bisschen Munition und allen möglichen Kram. Und was man sofort sieht, es gibt schon einen ganzen Haufen Zeug. Es gibt schon einen ganzen Haufen Items. Und sie sind, was die Mechanik dieses Spiels angeht, das muss ich wirklich sagen, schon ziemlich weit. Das ist wirklich ziemlich abgefahren. Und das finde ich ehrlich gesagt irgendwie fantastisch, dass sie sich halt irgendwie auf das konzentriert haben, was sie schon können. Und sollten sie dann bei einigermaßen einem Erfolg im Early Access in der Lage sein, zum Beispiel noch den einen oder anderen 3D-Artist anzuheuern, der hier nochmal über die Texturen, die 3D-Modelle rübergeht, dann sehe ich durchaus ein sehr schönes Spiel auf uns zukommen. So mal als kleinen Eindruck vorab. Hier sind schon ein paar Mineralien und Barren vor allen Dingen schon drin, die wir verwenden können, wenn wir eine Basis bauen wollen. Ich nehme das jetzt einfach mal alles mit. Es hat nichts Negatives. Hier sind Pflanzen. Es gibt also auch schon die Möglichkeit, Pflanzen anzubauen und sich damit langfristig gesehen um Essen zu bemühen. Also sozusagen irgendwie die Nahrungsversorgung zu sichern. Jetzt muss ich bloß ein bisschen gucken hier. Das ist der Constructor. Hier kann ich Dinge herstellen. Dazu muss ich also die Zutaten, die so gebraucht werden, hier unten ins Inventar packen. Und dann kann ich hier oben was auswählen, was hergestellt werden soll. Der funktioniert jetzt natürlich noch nicht, weil das ganze Ding nämlich keinen Saft hat. Also wenn ich jetzt hier einsteige und das anmache, dann seht ihr, dass die Energie, die noch drin ist, für 0,0 Minuten ausreicht. Rechts da in dem Fenster wird das angezeigt. Und das müssen wir dringend ändern. Und dazu gibt es, glaube ich, das ist hier, glaube ich, der Fuel Tank. Genau, das ist der Fuel Tank. Und hier kann ich jetzt diese Dinger reintun. Zack.
So, jetzt hat das Ding nämlich auch Saft, deswegen leuchtet das jetzt auch. Und wenn ich jetzt reingehe, dann geht das Teil an. So, für 117 Minuten reicht der Strom jetzt aus oder die Energie jetzt aus, die ich irgendwie reingetan habe. Das heißt, wir haben also knapp 2 Stunden Zeit, jetzt neue Energie zu besorgen. Und das ist eine Sauerstoffstation und hier sind Sauerstofftanks und da wiederum kommen diese Sauerstoffflaschen rein. Zack, die tue ich hier rein. Und was ich dann machen muss, um meinen Sauerstoff aufzufüllen, ist eigentlich nichts weiter, als mich hier ranzustellen. Genau, your oxygen is refilling. Hört ihr auch durch diesen sehr interessanten Ton. Da schließt er sich also offensichtlich irgendwie automatisch an, wenn ich da dicht genug rangehe, und dann füllt er meinen Sauerstoff auf. So, als nächstes werden wir versuchen, irgendwie langfristig gesehen an mehr von diesen Sauerstoffflaschen ranzukommen. Was es tatsächlich schon gibt, ist lokale Flora und Fauna. Also Flora könnt ihr da sehen und überall. Und es gibt auch schon Viehzeug, sowohl aggressives als auch passives. Und dann gibt es einiges an Pflanzen, was wie Viehzeug aussieht. Die meisten Sachen davon kann ich tatsächlich auch irgendwie mitnehmen und ernten. Und ich könnte versuchen, die zu essen, wenn ich nicht... Oha, da, genau, das ist so ein Vieh. Wenn ich nicht der Meinung wäre, dass ich daran wahrscheinlich jämmerlich zugrunde gehen würde. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie analysieren kann oder ob das dann so ein bisschen Try and Error ist. Ich versuche jetzt hier irgendwie so ein Kaktusvieh zu essen und mal gucken, ob es mir bekommt. Alien Plasma, das kann man bestimmt auch für irgendwas gebrauchen. Das hat dann aufgehört, sich zu bewegen. Ist auch überhaupt nicht gruselig. So, gibt es hier auch noch Plasma, was ich ernten kann? Nee, Plasma kann ich nur ernten bei den Roten. Ihr seht schon, also es gibt auch immer noch für mich ganz viele Dinge, irgendwie, die ich lernen muss. Corn Dog, sehr praktisch. Die wachsen hier auf dem Boden. Die Amerikaner würden sich freuen. Das ist so Viehzeug, wenn ich genug Waffengewalt hätte. Also ich habe ja durchaus hier eine Pistole. Nur habe ich für die nicht allzu viel Munition. Dann könnte ich diese Viecher jetzt hier jagen, die wahrscheinlich auch Fleisch abwerfen, was ich mir einverleiben könnte. Diese Viecher, die hier, kann ich die nicht auch ernten? Ja, wahrscheinlich die roten wieder oder so. Holen wir mal aus, gucken wir mal, ob die Theorie stimmt. Auch nicht. Gut, also doch. Doch, Alien Plasma, 10-mal. Ah ja, also was man mit dem Alien Plasma und sowas alles macht, das finden wir auch alles noch raus. Mein Wissen ist da durchaus auch noch mit Lücken behaftet. Das macht aber nichts. Was wir jetzt auf jeden Fall erstmal machen, ist, wir rüsten mal diesen Sauerstoffgenerator aus. So. Und wenn ich jetzt die 3 auswähle, dann habe ich den hier. Und den soll man irgendwie ins Wasser setzen. Und was ganz interessant ist, was ich jetzt noch nicht so genau weiß, wie das funktioniert, ich setze den jetzt mal hier hin, zack, braucht der denn eigentlich auch, ja, der braucht auch Energie. Das heißt, ich muss mal zusehen, dass ich noch ein bisschen was von diesem Energiezeug herstelle. Und das weiß ich tatsächlich auch, es gibt in dem geschlossenen Pre-Alpha-Forum, gibt es so eine Art Starter-Guide, wie so eine Art kleines Tutorial, wie fängt man an. Und da habe ich gelernt, dass dieses Promethium, was ihr da drüben sehen könnt, 194 Meter in diese Richtung, ist ein Vorkommen dieses Erzes. Ich habe also offensichtlich irgendwelche integrierten Scanner, mit denen ich das wahrnehmen kann. Das ist das Zeug, aus dem wir Energie gewinnen. Und deswegen werde ich da jetzt auf jeden Fall zum Ende dieser Folge nochmal rüberlaufen und versuchen, ein bisschen was von zu erbeuten. Und ich stelle also fest, es gibt durchaus einiges an interessanter Alien-Vegetation. Eggplant Parts, ja, nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich würde es schöner finden, wenn man die irgendwie aberntet und noch irgendwas von dem Ding stehen bleibt. Und wenn mich nicht alles täuscht, machen wir auch gleich die ersten Erfahrungen mit der aggressiven... Fauna dieses Planeten. Denn es gibt hier durchaus so Viehzeug, was nicht so nett ist, was uns nicht wohlgesonnen ist. Da unten könnt ihr es sehen, da kommt es angekrabbelt. Und damit müssen wir uns jetzt gleich auseinandersetzen, denn das hat uns offensichtlich schon von ganz, ganz weitem gerochen und ist jetzt ganz wild darauf, uns ja nicht gerade willkommen zu heißen, sondern uns wahrscheinlich irgendwie seinen grünen, scharfen Alienstachel ins Rektum zu rammen. Und wenn wir das verhindern möchten, dann müssen wir versuchen, ganz, ganz viel von unserer wenigen und raren Munition in ihn hineinzupumpen. Das haben wir geschafft. Und ich kann da Alienzähne und Fleisch, rohes und Alienparts. So, das haben wir jetzt aus diesem Viech erbeutet. Sehr, sehr schön. Ein bisschen getroffen hat er mich trotzdem. Dementsprechend ist meine Lebensenergie ein bisschen runtergegangen. Da muss ich mich mal mit auseinandersetzen, wie man das beheben kann.
ich glaube, den Herzschlag, den ihr gerade hört. Ich bin vergiftet. Da lese ich es jetzt gerade. Rechts steht es. Habe ich denn ein Ja, hier habe ich Antidot. Ein Gegengift. Kann ich das? Wie benutze ich das? Doppelklick? Nein. Also wahrscheinlich in die Leiste ziehen, wie üblich. Und dann die 3. Und dann benutzen. Ja, das war offensichtlich besser. Die Vergiftung führte dazu, dass meine Stamina-Leiste die ganze Zeit im Keller war. So, jetzt kümmern wir uns aber auf jeden Fall nochmal um dieses Promethium-Deposit, also um dieses Vorkommen dieses Promethium-Erzes. Und dazu habe ich dieses wunderbare Gerät, das aussieht wie ein Plasmagewehr, ist aber ein Bohrer, den ich, also der ganz offensichtlich schon irgendwie so auf Lasertechnologie basiert, werdet ihr gleich sehen. Und damit kann ich mich jetzt hier in die Erde graben und dieses lustige blaue Zeug, das da, das ist genau das, was wir haben wollen. Und so stelle ich mich jetzt hier also hin und wühle das hier auf. Das geht angenehm flink, da bin ich nicht undankbar für, muss ich sagen. Muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu weit in die Erde wühlt und dann nicht mehr rauskommt, sagte er und ist schon ganz tief unten drin. Klar, wir haben im Notfall immer noch dieses Jetpack, aber wie gesagt, das ist ja auch nicht zum Fliegen geeignet, sondern eigentlich mehr oder weniger nur sowas wie eine Sprunghilfe. Und ich rutsche hier tatsächlich, gut, im Zweifel müssen wir uns hier irgendwie rausgraben, das geht ja auch. So, dass man immer noch so eine Art Schneise hat, die übrig bleibt. Und dann geht es natürlich darum, den Planeten weiter zu erkunden, mehr von diesen Vorkommen zu entdecken, wahrscheinlich auch mehr Tiere und mehr Pflanzen zu entdecken, die man essen kann oder sich für andere Dinge zunutze machen kann. Das ist schon eine ganz interessante Idee und ich bin auch sehr gespannt. Im Moment gibt es also neben diesem Planeten, auf dem wir hier sind, noch, glaube ich, 3 andere, zusätzlich dazu dieses Asteroidenfeld, was wir irgendwie kurz im Kreativmodus gesehen haben. Und ich weiß nicht ganz genau, wie groß das im finalen Spiel nachher mal irgendwann sein soll. Sprich, ob sie tatsächlich hier auch so eine Art Zufallsgenerator entwickelt haben, der es dann ermöglichen wird, eine unbegrenzte Anzahl von Planeten zu generieren, die man dann hier bereist, oder wie das laufen soll, da muss ich mich auch noch so ein kleines bisschen überraschen lassen. Dieses Promethium, das haben wir jetzt auf jeden Fall, glaube ich, erstmal vollständig ausgebeutet und dementsprechend mache ich mich jetzt wieder zurück auf den Weg zu meiner Rettungskapsel, um dieses Zeug weiterzuverarbeiten, denn so wie es jetzt ist, können wir daraus noch keine Energie gewinnen. Wie man das aber genau macht, das schauen wir uns einfach gemeinsam in der nächsten Folge an. Ich sage bis dahin aber erstmal wieder danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.